Der Großvater war sehr aufgeschlossen, weil er sagte, die meisten haben keine Einkaufsmöglichkeit. Unser großes Alleinstellungsmerkmal ist eigentlich die Qualität der Mitarbeiter und das Miteinander. Wenn ich dahin kam, wurde ich bedient. Die MEG ist genau wie damals die Innung als Selbsthilfeorganisation der Handwerker gegründet worden. Das heißt, die Handwerker haben sich selber geholfen und haben ihre eigenen Materialien verkauft und waren diejenigen, die sich darum gekümmert haben. Wir kriegten jede Woche Säcke mit also Farbmischungen etc. Wir haben die 25 Kilo Säcke Kreide bekommen, wir haben Lithopone bekommen und haben unsere Dispersionen oder Leimfarben noch selber hergestellt in der Werkstatt. Das wurde noch in der Zeit alles teilweise in der Werkstatt hergestellt und dann auf die Baustellen gegeben, wo dann später natürlich die MEG als Hauptlieferant für das Hause Ahl zuständig waren und dann auf Vorlack und so weiter oder auch auf Dispersionsfarben oder Leimfarben im fertigen Maße zugegriffen haben. Das war ja nun viel kleiner. Nicht? Ich weiß ja nun von der Rolandstraße und diese ganzen Einkaufsmöglichkeiten damals, das war ja. Ich muss sagen, ich staune heute über die Entwicklung. Es ist ja auch gut, dass es weitergeht. Natürlich ist der Handel und hier in dieser Region vor allem auch die MEG derjenige, der sozusagen die neuen Produkte, die Neuerungen aus der Industrie an uns Handwerker heranbringt. Wir erleben die Neuigkeiten über die MEG, über unseren Großhandel und bekommen dort alle Informationen und Neuerungen vorgestellt. Seit 100 Jahren gibt es die Maler-Einkauf-West-DG. Seit 100 Jahren hat diese Genossenschaftsform auch Bestand. Die Genossenschaft bietet unseren Kunden frei ab von jeglichem Inhaberdenken, von jeglichem Lieferantendenken die Möglichkeit, Dinge wirklich, die den Markt, die unseren Maler, unsere Handwerker bewegen, aufzugreifen und in die Spur zu bringen. Dieser Genossenschaftsgedanke, den leben wir. Der macht uns stark und den werden wir auch in Zukunft weiter fördern. Ja, man war wirklich Kunde. Wenn ich zur Maler-Einkauf hinkam, wurde ich begrüßt. Nicht einfach nur das Material dahingestellt, dann kam auch entweder der Lagerleiter oder der Zuständige, der gerade da auf dem Lager war oder im Büro war, dass man da auch mal mit einem Handschlag begrüßt wurde, dass man schon mal ein Glas Wasser auch gereicht bekam oder eine Tasse Kaffee, so wie das heute auch im Hause ist bei der Maler-Einkauf. Der Service, der damals schon zu unserer Zeit von der Maler-Einkauf getätigt wurde, war schon sehr ordentlich. Wir haben unsere ganze Struktur in der MEG dahingehend noch angepasst, dass wir stärker zentral fungieren, ganz unter dem Motto zentral stark und aber regional flexibel. Als ich 1993 ins Unternehmen einstieg, hatten wir drei Standorte. Hauptsitz war wie jetzt auch in Köln, dann gab es noch Düsseldorf und Remscheid. Wir waren ungefähr 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind jetzt alleine bei der MEG um die 220 Mitarbeiter, haben 16 Standorte und die Gesamtgruppe liegt jetzt bei 36 Standorten und gut 100 Millionen Umsatz mit über 400 Mitarbeitern. Wir Handwerker wünschen uns natürlich auch für die Zukunft, dass die MEG weiter unser starker Partner ist, der uns mit fairen Preisen, mit einem guten Service und immer den neuesten Produkten versorgt.